Heute zeige ich Paluten einen Zaubertrick, ohne dass er es weiß. Ei, ei, ei. Yo, Leute. Hallo. Ich zeige heute, wie gesagt, Paluten einen coolen Zaubertrick mit einer Stoppuhr, ohne dass er davon weiß. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, wo ich Unge einen coolen Zaubertrick gezeigt habe, dann schaut euch das Video in der Infokarte da oben an. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und Unge wahrscheinlich auch. Ich muss doch für meine eigenen Videos Werbung machen, für das Video mit Unge. Ich muss doch damit Werbung machen. Kein Problem. Gut, dann fange ich auf jeden Fall gleich an. Und hier ist auf jeden Fall noch Palutens Kanal. Da würde uns auf jeden Fall beide sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Einmal der richtige Paluten-Kanal und einmal der zweite Kanal, der Team-Paluten-Kanal, ist da oben tatsächlich auch in der Infokarte verlinkt. Ja, Leute, könnt gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ja, bei mir. Kleiner Tipp, Team-Paluten-Kanal. Bei mir nicht, oder was? Warum sollten die denn bei mir kein Like da lassen? Bei dir von mir aus ja auch, aber von mir natürlich auch, ne? Heute testen wir auf jeden Fall meine Schnelligkeit, wie schnell ich für bestimmte Moves brauche. Chillig. Na, ich werde das jetzt nicht so chillig machen, sondern es wird schon richtig, richtig krass. Schon eine absolute Maschine. Ja, ja, aber vorher müssen wir es natürlich testen, weil du kannst nicht schon sagen, jetzt schon Maschine, obwohl wir es ja noch nicht getestet haben oder noch nicht gemacht haben, ne? Ja, klar, gleich. Also, ich habe jetzt hier ein Kartenspiel, wie man sieht, und ich mache jetzt hier, erstmal nochmal ganz easy, ne, bisschen abheben. Und jetzt mache ich auf jeden Fall 4 Stapel. Zack. Und gleich mache ich auf jeden Fall immer das Gleiche bei jedem Stapel und dabei wird die Zeit gemessen. Dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ich habe hier wirklich ein teures Handy, was mal über 650 Euro gekostet hat. Oh, das ist ja ein Schnapper. Ja, vielleicht für dich. Egal. Hier ist meine Stoppuhr. Die Challenge ist, dass wir 3 Karten von oben nehmen, nach unten packen und dann 3 weitere Karten auf die anderen Stapel packen. Ich bin absolut lost. Ich check's nicht. Okay, ich zeige es dir jetzt einfach nochmal. Wir nehmen die 3 obersten Karten und packen sie und dann packen wir die anderen auf die anderen Stapel, die obersten 3. Und das machen wir bei jedem einzelnen Stapel. Hast du es verstanden? Ja, klar, klar. Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, 3, 2, 1 und go. So, jetzt noch schön ordentlich machen. Stopp. Okay, meine Zeit. Okay, unsere Zeit ist 23,63 Sekunden. Schon eine absolute Maschine, die. Danke, 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 danke. Man muss natürlich auch sehen, ganz klar. Danke, ja, danke, danke. Wissenswert, schaut gerne vorbei. Lasst ein Abo und ein Like da. Ach, du meintest mich gar nicht. Und es ist kein Scherz. Es war wirklich so. Naja, lass mal weitermachen. Naja, du weißt ja, wir waren die Zeit. Das hier war unsere Zeit. Warte, jetzt muss ich erstmal wieder reingehen. Das geht die ganze Zeit hier aus. Hier, das hier war unsere Zeit. Hier sind die 4 Stapel. Oben drauf liegen ja immer 4 Karten. Hier eine, hier eine, hier eine, hier eine. Ja? Und wollen wir sie mal umdrehen, diese 4 Karten? Ja, klar. Wir sehen, diese 4 Karten matchen meine Zeit. Die 3 und die 3 passt, die 6 und die 6, die 3 und die 3, die 2 und die 2. What? Davon habe ich ja noch nie was gehört, dass das auch funktioniert. Bitte was? Leute, sagt mir bitte nicht, dass ihr das... Hä? Ich bin absolut lost. Ich check's nicht. Ich wusste nicht, dass sowas... Also, ich hoffe, dir hat's gefallen. Ja, ich fand's auf jeden Fall ganz gut. Ich fand es mir sehr gut gefallen. Da steckt sicherlich sehr, 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 sehr viel Arbeit drin. Richtig, gut erkannt. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Auf jeden Fall auch bei Paluten. Wollen wir das vielleicht irgendwann mal wiederholen? Ist ja so krass. Ist jetzt auch mal gut mit Ausrasten, ne? Also es reicht jetzt hier auch mal so langsam. Bitte was? Leute, sagt mir bitte nicht, dass ihr das... Hä? Okay, ich stumme ihn jetzt einmal. Okay, damit ich jetzt für euch noch weiterreden kann. Ihr habt gesehen, ja, zwischendurch waren
paar Cuts. Das hat aber nichts mit dem Effekt zu tun. Den Effekt könnte ich 1:1 so ohne Cut in Real Life performen. Und ich habe die Cuts gemacht, weil Paluten ja natürlich dann auch geredet hat. Ne? Deswegen habe ich die Cuts gemacht. Ja, wenn ihr auf jeden Fall noch weitere Zuschauer haben wollt oder Zuschauerideen habt, YouTuber. Wenn ihr auf jeden Fall noch weitere YouTuber haben wollt und Ideen habt, welche YouTuber es noch sein könnten, die mit Facecam oder so machen, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr noch YouTuber hättet, die ich selbst auch kenne. Und ja, falls ihr diesen Effekt lernen wollt, es kommt jetzt hier auf jeden Fall eine Endcard, wo ihr den Effekt lernen könnt, den ich euch performt habe. Und da seht ihr dann auch, dass ich wirklich Uncut auch performt habe, ne? Und dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ciao! Oh, ich habe ein Mikrofon.